einen Sprung gekriegt damals in der Verhandlung. Jetzt rächen Sie sie. Sie gehören ins Irrenhaus. Bert! Bert! Nehmen Sie diesen Mann raus. Und rufen Sie einen Nervenarzt. Bringen Sie ihn in seine Zelle zurück. Ihr Name? Katrin Grund. Alter? 16 Jahre. Sprechen Sie bitte etwas lauter. 16 Jahre. Was haben Sie uns also zu sagen? Darf ich? Ja. Ist es richtig, dass du Angelas beste Freundin warst? Ja. Ihr verstandet euch sehr gut. Ihr habt einander alles erzählt, nicht wahr? Naja, alles. Ja, doch. Welchen Eindruck hattest du von dem Verhältnis Angelas zu ihrer Stiefmutter? Sie hat sie sehr lieb gehabt. Wer wen? Angela, ihre Stiefmutter? Ja, und auch umgekehrt. Angela hat mir immer erzählt, wie gut sie sich verstehen, ihre Mutter. Ich meine, ihre Stiefmutter und sie. Angela hat mal zu mir gesagt, ich bin gar nicht traurig, dass meine richtige Mutter tot ist. Ich habe sie zwar nie gekannt und ich möchte auch nichts Schlechtes nachsagen, aber besser als Evelyn könnte sie gar nicht sein. Du warst oft im Hause Stürznickel? Ja, ziemlich oft. Was war dein persönlicher Eindruck von Frau Stürznickel? Was soll ich sagen? Wie du Frau Stürznickel als Mutter fandest? Ganz prima. Sie hatte immer Zeit für Angela und war immer fröhlich und guter Laune. Angelas Großvater, er war sehr mürrisch und wollte sich manchmal in Erziehungsangelegenheiten einmischen. Aber da hat Frau Stürznickel sie immer verteidigt und zu ihr gehalten. Kannst du dir vorstellen, dass Frau Stürznickel getötet hat? Einspruch! Nein, das hat sie ganz bestimmt nicht getan. Ziehe die Frage zurück. Danke. Du kannst dich wieder setzen. Es ist jetzt 1 Uhr. Wir machen eine Verhandlungspause bis 10.30 Uhr. Aber pünktlich, wenn ich bitte. Ich meine, die Kleine war ja ganz rührend, aber damit schafft man doch keine Beweise aus der Welt. Was grübelst du? Du, ich fand die Frage, die der Richter gestellt hat, sehr gut. Welche? Warum der Lehm vom Ufer nur an Evelyns Stiefeln war? Und nicht an denen von Kirschner. Wenn die beiden Angela mit Schlaftabletten umgebracht haben, warum hat dann die Frau die Leiche alleine in den See geschafft? Das wäre doch eigentlich Männersache gewesen, hä? Oder zumindest zusammen, oder nicht? Es wundert mich, warum du diese Frage nie gestellt hast. Weißt du, was mich noch mehr wundert? Hm? Dass Dr. Alexander die Frage nie gestellt hat. Moment mal. Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie viele Zeugen die Verteidigung noch benannt hat? Zeugen der Verteidigung? Ja. Da sind keine mehr. Sind Sie sicher? Hören Sie mal, ich kenne doch die Vorladung. Dankeschön. Du, Ingrid, ich muss schnell mal weg. Jetzt? Mitten in der Verhandlung? Wenn der Richter nach mir fragt, dann sagst du ihm, ach, lass es. Herr Haferkamp, das kann mich Kopf und Kragen kosten. Denken Sie an die Amsel. Sie war nicht in Ihrem Käfig. Wenn Sie bei der Verhandlung dabei gewesen wären, dann wäre Ihnen das jetzt klar. Das ist absurd. Danke. Und so haben Sie auf der einen Seite zwei Angeklagte, die hartnäckig ihre Schuld leugnen. Auf der anderen Seite aber haben Sie eindeutige Beweise, die sich lückenlos zu einer Kette zusammenfügen. Die Verteidigung hat Ihnen weismachen wollen, dass Frau Stürznickel ihre Stieftochter nicht umgebracht haben könne, weil sie sie gern hatte. Aber die Verteidigung hat nicht einen einzigen Punkt von den vielen Fakten, die gegen die Angeklagten sprechen, entkräften können, geschweige zu widerlegen vermocht. Deshalb beantrage ich für die beiden Angeklagten, Evelyn Stürznickel und Peter Kirschner, wegen gemeinsam begangenen Mordes an dem Kind Angela Stürznickel, die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Die Verteidigung hat das Wort. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Schöffen, es gibt eine Logik des Verstandes und es gibt eine Logik des Herzens. Die verstandesmäßige Logik hat uns der Herr Staatsanwalt eben vorexerziert. Ich gebe zu, sie scheint schlüssig. Und dennoch, ja gerade deshalb, beschleicht uns nicht Furcht vor dieser kalten Logik, sagt uns, trotz aller Beweise, unser Herz, unser Gefühl,
unser Wissen um menschliche Schuld und Unschuld nicht diese Frau. Frau Stürznickel kann ihr Kind Angela nicht getötet haben. Ich beantrage für beide Angeklagte Freispruch. Die Angeklagten haben das letzte Wort. Frau Stürznickel. Ich habe... Sprechen Sie bitte etwas lauter. Herr Dr. Kirschner, stehen Sie bitte auf. Hinter all dem steckt ein teuflischer Plan. Aber wenn ich schon nicht in der Lage bin, ihn zu durchschauen, wie sollte das Gericht dazu fähig sein? Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagten Evelyn Stürznickel und Dr. Peter Kirschner werden wegen des gemeinschaftlich begangenen Verbrechens des Mordes gemäß § 211 in Verbindung mit § 47 Strafgesetzbuch jeweils zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht begründet sein Urteil wie folgt. Das Kind Angela Stürznickel wurde von den Angeklagten in das Landhaus der Familie Stürznickel bei der Ortschaft Mosen gebracht. Dort verabreichten die beiden Täter dem Kind ein Schlafmittel. Gratuliere, Herr Dr. Alexander. Wozu? Sie haben den Prozess gewonnen. Sie wissen doch genau, dass ich verloren habe. Ja, weil Sie es so wollten.